Wir haben den Krieg nicht begonnen. Und wir sehen auch keinen Ruhm darin. Wir kämpfen, weil es unsere Pflicht ist, die Bürger und Prinzipien der Republik zu schützen. Wo auch immer das Sith-Imperium zuschlägt, da werden auch wir sein. Wir sind bereit, Opfer zu bringen und werden nicht kapitulieren. Für die Hoffnung, für die Freiheit, für die Republik. Major, jetzt, wo ihr hier seid, können wir mit dem ernsten Teil beginnen. Imperiale Streitkräfte, darunter General Rakdon, sind auf Corellia einmarschiert. Die Widerstandskämpfer haben mit Mühe einen Sieg auf der ganzen Linie verhindert. Corellia ist entscheidend für den gesamten Krieg. Wenn das Imperium hier gewinnt, könnten sich unsere hart erarbeiteten Vorteile in Luft auflösen. Unter meinen Augen wird Corellia nicht an das Imperium verloren gehen. Euer Ziel ist die Bastion, eines der größten Zentren für logistische und strategische Planung in der ganzen Republik. Rakdon hat die Bastion während der Invasion in Besitz genommen. Er hofft ganz klar darauf, die Informationen für seine weiteren Pläne gegen uns verwenden zu können. Ihr müsst ihn aufhalten. Sagt mir einfach, wo ich anfangen soll, General. Die Bastion ist eine der bestgesicherten Festungen der ganzen Galaxis. Euer Team wird sehr viel Unterstützung brauchen, um sie einzunehmen. Wir arbeiten mit einem Anführer des örtlichen Widerstands zusammen, damit wir genügend Kräfte dorthin bringen. Der Mann ist ein korellianischer Sicherheitsoffizier namens Locke. Wissen aus erster Hand kann einen großen Unterschied machen. Bevor er Korsak beitrat, diente Locke unter meinem Kommando bei den Sondereinheiten. Er ist ein verlässlicher Soldat und er kennt Corellia sehr gut. Wir besprechen alles Weitere, wenn ihr ankommt. Wir haben unsere Einsatzzentrale in einer ehemaligen Kantina eingerichtet, dem Goldenen Abstieg. Ich mache mich sofort auf den Weg, General. Achtet auf Gelegenheitsziele, Major. Es befinden sich überall imperiale Kommandoteams. Bis bald. Gaza Ende. Und das sage ich nicht, weil ich so programmiert. Ich sage ja nicht, dass wir nicht an Bord sind, Lady. Ich sage nur, dass ihr nicht meine Vorgesetzte seid. Ein bisschen mehr Respekt würde nicht schaden. Wir sind im Krieg. Wenn ihr keinen Rang annehmen und Befehle befolgen könnt, seid ihr nur eine Belastung. Würdet ihr euch bitte beruhigen? Wir sind alle auf derselben Seite und, General, es sieht so aus, als wären all eure besten Leute hier. Warum fangen wir nicht an? Ihr seid der korellianische Sicherheitsoffizier, oder? Hier heißt es Korsak. Also ja, das bin ich. Freut mich. Locks Partnerin ist Captain Ferris, eine Auftragspilotin. Sie führt eine Gruppe privater Schiffsbesitzer an, die sich freiwillig gemeldet haben. Wie ich erklärt habe, erfordert die Einnahme der Bastion viele Leute. Captain Ferris und ihre Partner sind dafür verantwortlich, dass sie unbemerkt nach Corellia gebracht werden. Wenn ihr unsere Leute herbringen könnt, ohne dass die Imperialen es bemerken, haben wir gute Chancen. Das ist unsere Spezialität. Muss nur noch ein kleines Detail klären, dann sind wir bereit zum Abflug. Die Hangars, an die die Schiffe der Freiwilligen angedockt sind, wurden von imperialen Truppen eingenommen. Wir brauchen den Chaos-Trupp, um sie wiederzubekommen. Schnell! Verstanden? Wir holen die Schiffe da raus und sie helfen uns dafür, richtig? Wofür haltet ihr uns? Das ist unsere Heimat und wir werden verhindern, dass die Imperialen sie in ihre dreckigen Finger bekommen. Hier sind eure Koordinaten, Major. Bin schon gespannt darauf, den Chaos-Trupp bei der Arbeit zu erleben. Viel Glück, Major. Wegtreten. Ich
Braucht ihr etwas, Major? Wie war General Gaza früher? Gaza ist Gaza. Sie war schon damals genauso streng wie jetzt. Ich bezweifle, dass es irgendetwas gibt, was ihr diese Schärfe austreibt. Ihr kennt sie wahrscheinlich besser, als ich sie je kannte. Mein Team hat langfristige Guerilla-Einsätze durchgeführt. Wir haben uns also nur selten gesehen. Wir sollten uns mal einen Drink genehmigen und über die Arbeit reden, wenn alles vorbei ist. Jetzt solltet ihr aber mit dem Einsatz weitermachen. Viel Glück. Ja, was wollt ihr? General Gaza ist es gewohnt, Befehle zu erteilen. Sie meint es nicht böse. Egal, wenn ihr euch den ganzen Tag herumkommandieren lassen wollt, bitteschön. Aber lasst mich da raus. Bringt einfach nur mein Schiff zurück. Chaos-Trupp an General Gaza. Auftrag ausgeführt. Die Hangars sind frei. Gute Arbeit. Wir schicken Captain Ferris und ihre Partner sofort los. General, hey, ihr habt den Major dran. Sehr gut. Wir haben ein ernstes Problem. Imperiale Truppen setzen in den Wohngebieten Brandbomben ein. Die Leute, die sich noch dort verstecken, haben keine Chance. Ihr müsst schnell sein, Major. Erledigt die Imperialen, bevor es zu spät ist. Ich bin schon auf dem Weg. Nicht so schnell. Wir müssen die gesamte Operation in Betracht ziehen, bevor wir handeln. Während die Imperialen Zeit in den Wohngebieten verschwenden, kann der Chaos-Trupp hinter ihnen durchschlüpfen und die Männer eliminieren, die die Transportschiffe bewachen. Sobald die Transportschiffe gesichert sind, können Captain Ferris und ihre Partner sie entführen und noch mehr Truppen für den Angriff auf die Bastion bringen. Ich bin für alles, was uns bessere Chancen auf Rakton gibt. Aber das sind Häuser von Familien. Wir wissen nicht, wie viele Leute sich noch dort verstecken. Denkt daran, wie lange Coruscant gebraucht hat, um sich zu erholen. Das können wir nicht noch einmal zulassen. Ihr lasst euer Urteilsvermögen von persönlichen Gefühlen vernebeln, Locke. Persönliche Gefühle? Ich glaube kaum, dass es persönlich ist, wenn man den Planeten auch nach Raktons Niederlage intakt sehen will. Das reicht. Es ist entschieden. Kehrt zur Basis zurück, wenn ihr die Wachen rund um die imperialen Transportschiffe erledigt habt, Major. Gaza, Ende. Ah, Major. Gute Arbeit da draußen. Captain Ferris und ihre Privatflotte haben die imperiale Blockade durchbrochen. Sie nähern sich unseren Streitkräften. Und inzwischen sind in den ausgebrannten Gebäuden mehr Leichen, als wir zählen können. Was soll ich nur den Familien dieser Leute sagen? Diese Bomben sind nichts im Vergleich dazu, was Rakton anrichten wird, wenn wir ihn nicht aufhalten. Das macht alles ganz bestimmt viel besser. Das reicht. Wir müssen mit der Mission fortfahren. General Rakton will die Stellungen der Republik und des Widerstands in diesem Sektor angreifen. Er hat riesige Infanterietrupps abgesetzt. Der Großteil von Raktons Truppen wird sich durch eine Fabrik im Tal der Arbeit bewegen. Ein guter Ort für einen Hinterhalt. Weiß Rakton schon, dass wir hier sind? Wir glauben nicht. Das scheint ein normaler Infanterieangriff zu sein, kein besonderes Schlachtfest. Wir haben 3 Widerstandsnester, die im Tal der Arbeit versteckt sind. Und alle sind bereit zu helfen. Hier sind die Koordinaten. Trefft euch mit jedem Nest und sagt ihnen, dass die Operation beginnt. Dann sammelt euch mit allen in der Fabrikhalle. Verstanden? Der Kampf kann beginnen. Wenn ihr euch mit den Nestern trefft, sagt ihnen, der flammende Speer fliegt. Dann wissen sie, was zu tun ist. Der flammende Speer fliegt. Bewegung! Dann mal los, Jungs! Zeigen wir den imperialen korellianische Gastfreundschaft! Macht eure Leute bereit. Der flammende Speer fliegt. Sehr gut. Sehr gut. Wir stoßen kampfbereit bei der Fabrik zu euch. Zeit. Der flammende Speer fliegt. Darauf habe ich mich schon gefreut. Alle Mann los!
In Ordnung. Alle sind hier. Die Party kann steigen. Wir haben einen Haufen Sprengsätze und Kanonen mitgebracht. Wir sind bereit. Wer kennt diese Fabrik am besten? Hendrik und ich. Wir haben beide vor der Invasion hier gearbeitet. Ja, ich hab mir gedacht, wir sollten möglichst ziemlich viel von der Ausrüstung hochgehen lassen. Die Imperialen mal so richtig in die Luft jagen. Was? Überleg doch mal, Hendrik. Wenn wir hier alles zerstören, wo arbeiten wir dann, wenn die Imperialen weg sind? Wir sind hier, um die Imperialen zu erledigen. Die Ausrüstung so zu manipulieren, dass sie ihnen um die Ohren fliegt, ist der beste Weg dafür. Wenn die Sprengsätze unsere Chancen verbessern, werden wir das tun. Aber denk doch an die langfristigen Auswirkungen. Die Leute werden ihre Arbeit verlieren. Dienstvorschrift 15a unter Abschnitt 2. Kollateralschäden an Eigentum sind zulässig, wenn besondere Umstände herrschen, über die der ranghöchste Offizier zu entscheiden hat. Die Entscheidung ist gefallen, Audern. An die Arbeit. Alles ist bereit. Wollt ihr noch irgendetwas sagen, Major? Diese Imperialen wollen euren Planeten pulverisieren. Wenn ihr sie aufhalten wollt, dann hier. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Geschafft. Wir haben sie alle besiegt. Jeden Einzelnen. Ich sagte ja, die Sprengung ist der einzige Weg. Wir haben gewonnen. Ich hoffe nur, das Opfer war nicht zu groß. Für die Freiheit gibt es keinen Preis. Nein, das stimmt wohl. Wir können von Glück sagen, dass ihr uns angeführt habt, Major. Wir brechen besser auf, Jungs. Wir müssen hier aufräumen und weg sein, bevor noch mehr Imperiale kommen. Danke nochmal, Soldat. Chaos-Trupp an General Gaza. Mission abgeschlossen. Der Hinterhalt war ein Erfolg. Ausgezeichnete Neuigkeiten, Major. Rakton wird sich jetzt sicher zweimal überlegen, wo er seine Truppen hinschickt. Locke und ich sind in einem republikanischen Unterschlupf im Axialpark. Meldet euch umgehend für weitere Befehle. Unsere Truppen kommen bald an und wir müssen ihnen eine sichere Landezone freiräumen. Bin unterwegs, General. Sehr gut. Gaza Ende. Major, gut. Fangen wir gleich an. Captain Ferris kehrt mit unseren Streitkräften zurück und wir müssen ihnen einen Landeplatz sichern. Der beste Ort hier im Axialpark ist das Korellianische Raumschiffmuseum. Auf dem Gelände gibt es einen großen Landeplatz, den unsere Leute gut erreichen können. Leider steht auf dem Landeplatz ein berühmtes korellianisches Kriegsschiff, die Lucky Lancer. Ihr müsst euch darum kümmern. Was genau meint ihr mit darum kümmern, General? Wenn es nach mir ginge, würdet ihr es einfach zerstören. Aber Locke scheint es für äußerst wertvoll zu halten. Die Lucky Lancer ist das berühmteste korellianische Schiff der Galaxis. Wir können es nicht einfach in die Luft sprengen, um einen Parkplatz zu haben. Hört zu, ich habe Freiwillige, die Lancer wegfliegen und sie an einem sicheren Ort verstecken würden. Ihr müsst sie nur zum Museum begleiten. Eskortierungsmissionen sind riskant und zeitaufwendig. Das Schiff zu zerstören ist die weitaus bessere Lösung. Ich werde die Mission nicht gefährden, um ein einzelnes Schiff zu retten. Wisst ihr was? Ich gebe es auf mit euch.
Es ist, als hättet ihr mit den Imperialen einen Wettbewerb laufen, wer mehr Schaden anrichtet. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen, wenn uns eine Hand auf den Rücken gebunden ist. Was nützt uns ein Sieg, wenn wir dafür alles zerstören, was wir haben? Genug. Wir haben keine Zeit für sowas. Major, hier ist der Sprengstoff und meldet euch, wenn der Auftrag ausgeführt ist. Chaos-Trupp an General Gaza. Operation abgeschlossen. Landezone gesichert. Ausgezeichnete Arbeit, Major. Ich werde das Captain Ferris sofort wissen lassen. Ja, und lasst sie auch wissen, wie dieser prominenten Platz gesichert wurde. Sie wird begeistert sein. Ich wusste von Anfang an, dass ihr Ärger machen würdet. Immerhin ist mein Teil erledigt. Diese Operation lief nicht so elegant, wie ich gewollt hatte. Oh, tut mir wirklich leid, das zu hören. Ich hoffe, ihr richtet bei Raktor nur halb so viel Schaden an, wie ihr es getan habt, um zu ihm zu kommen. Bis bald. Für die letzte Phase unseres Plans verlege ich meinen Standort in einen republikanischen Unterschlupf, die Drall-Bibliothek. Bevor ihr euch hier meldet, befreit das Gebiet um das Museum von imperialen Sensoren. Wir können es uns nicht leisten, dass unsere Pläne jetzt aufgedeckt werden. Gaza, Ende. Major, ausgezeichnete Arbeit. Die Tresorknacker und die 53. Gepanzerte sind schon unten. Und die zusätzlichen Transportschiffe, die ihr besorgt habt, bringen noch die 81. Infanterie. Unsere Strategie ist perfekt aufgegangen. Jetzt ist es Zeit für die letzte Phase. Der Chaos-Trupp ist bereit zum Einsatz, General. Bevor der volle Angriff beginnen kann, muss euer Team zwei letzte Ziele erfüllen. Das erste ist, General Raktons Kommunikation zu unterbrechen. Sobald der Chaos-Trupp Signalstörer an wichtigen Punkten außerhalb der Bastion angebracht hat, können wir jegliche Kommunikation abschalten. Wenn die obersten Generäle des Imperiums ohne Kommunikation sind, werden sie Verdacht schöpfen. Nach dem Kommverkehr zu urteilen, den wir bisher aufgezeichnet haben, habt ihr sicher genug Zeit, um eure Ziele zu erfüllen, bevor jemand den Ausfall bemerkt. Das Tor ist durch einen Frontalangriff praktisch undurchdringbar. Also braucht ihr einen imperialen Raupenpanzer, mit dem ihr unbemerkt hineinkommt. So gut wie erledigt, General. Bei diesen Koordinaten haben Scouts eine Raupe mit minimalem Begleitschutz entdeckt. Das ist die beste Gelegenheit. Wenn ihr mit der Raupe durch das Bastionstor gelangt seid, dann sichert die Steuerung des Tors und kontaktiert mich über Holo, damit der finale Angriff beginnen kann. Alles verstanden? Vor dem Tor Signalstörer anbringen, die Raupe schnappen, die Torsteuerung sichern. Klar. Die Zeit drängt. Diese Raupe wird nicht ewig auf dem Schlachtfeld sein. Bringt die Signalstörer an und macht euch so schnell wie möglich auf den Weg. Lasst euch durch nichts aufhalten. Wegtreten. Und viel Glück. Chaos-Trupp an General Gaza. Ziel erfüllt. Das Tor der Bastion ist gesichert. Ausgezeichnete Arbeit, Major. Alles, wofür wir so hart gekämpft haben, ist endlich zum Greifen nahe. Unsere Streitkräfte werden sich in Kürze mit euch in der Bastion treffen. Sobald das geschehen ist, habt ihr das Kommando bei der Operation. Ich kann den finalen Vorstoß nicht von außerhalb anführen, Major. Ich zähle darauf, dass ihr Raktons Verteidigung einschätzen und unsere Truppen zum Sieg führen könnt. Es wird mir eine Ehre sein, diese Operation anzuführen. Ehre ist hier nicht gefragt. Ihr seid nicht hier, um einen ritterlichen Vorstoß durchzuführen. Ihr seid hier, um zu gewinnen, egal wie. Denkt daran. General Raktor,
ist einer der schlimmsten Feinde, die die Republik je hatte. Er ist ein sehr gefährlicher Mann, sowohl geistig als auch körperlich. Er will die Informationen in den Datenbanken der Bastion für einen unaufhaltsamen Angriff gegen uns verwenden. Ihr dürft nicht scheitern. General Rakton wird mich nicht besiegen, General. Jetzt stehen die besten Militäreinheiten unter eurem Kommando. Eure Republik zählt darauf, dass ihr sie klug einsetzt. Viel Glück, Major. Gaza endet. Major, alle Einheiten samt Ausrüstung sind einsatzbereit und warten auf Befehle. Klug von euch, die Tresorknacker fürs große Finale herzubitten, Major. Das ist die stärkste Festung, die wir je geknackt haben. Die 81. ist auch froh, hier zu sein. Nach diesem Einsatz und dem auf Voss machen wir euer Gesicht zu unserem Truppabzeichen. Ach Gott, bene, atemera, Sohn. Kibulgas, das sagst du, bunki Gott. Was wissen wir über Raktons Verteidigung? Schwer gepanzert und in voller Alarmbereitschaft. Sie halten die Stellung, also sind wir am Zug. Laut unserer Aufklärung führen drei Routen zum Hauptkomplex der Bastion. Unsere Luftscans bestätigen das. Rakton hat auf jeder dieser Routen unterschiedliche Verteidigungen eingerichtet. Die erste Route wird von Kampfläufern und Kriegsdruiden bewacht. Auf der zweiten erwartet uns eine ganze Infanteriekompanie und auf der dritten das übliche Spielzeug. Minen, Geschütze und der ganze Kram. Captain, wie würdet ihr vorgehen? Den Imperialen wird beigebracht, dass republikanische Strategien direkte, kombinierte Angriffe vorziehen, im Gegensatz zu den verteilten Angriffen des Imperiums. Wir sollten ihre Erwartungen zu unserem Vorteil nutzen und sie mit einem Angriff auf allen drei Routen überraschen. Wir sollten es ein wenig mischen. Die Tresorknacker haben keine Angst vor ein paar Kampfläufern. Was ist mit euren Leuten, Captain? Es wird nicht leicht, aber die 81. ist auf alles vorbereitet. Und wenn wir diese Route nehmen, ist die imperiale Infanterie leichte Beute für Leschers Kampfläufer. Captain Lescher, ich will, dass euer Zug sich den imperialen gepanzerten Einheiten stellt. Solide Gymnastik! Route 2 ist voller Infanterie. Eine ganze Kompanie. Sie haben sich verschanzt und sind kampfbereit. Kümmert sich der Chaos-Trupp um die Infanterie oder sollen wir das übernehmen? Liegt bei euch, Lieutenant. Dafür braucht man viele Einheiten. Wir kümmern uns darum. Dann bleiben euch die automatischen Verteidigungen, Major. Ha, viel Vergnügen. Bei einem seiner größten Siege ließ Rakton seine Angreifer von Elite-Kommandosoldaten in Gleitern flankieren, um sie von hinten anzugreifen und zu verwirren. Wir sollten den Großteil des Chaos-Trupps hier hinten in Stellung lassen, falls er eine ähnliche Taktik anwendet. Die Einheiten können sich dann wieder sammeln, sobald wir in den Hauptkomplex eingedrungen sind. Heute werden wir den größten General des Imperiums erledigen. Wenn wir erfolgreich sind, macht uns das zu den berühmtesten Soldaten in der Geschichte der Republik. Klingt das gut? Ja. Bewegung! Tengere.
der Status unserer Truppen? Der Chaos-Trupp ist voll einsatzbereit. Keine Verluste. Die feindliche Infanterie war ein Kinderspiel. Captain Marshalls Männer haben uns bei unserem Vorstoß Deckung gegeben. Die Tresorknacker haben meine Männer regelrecht faul aussehen lassen. Das nächste Mal sollen sie uns ein paar Imperiale übrig lassen. Es war nias estret fortulo dagale, merengojo maleba. Das war ein großer Schlag gegen die besten Truppen des Imperiums. Wir können stolz auf uns sein. Jetzt muss die Position nur noch gehalten werden, bis wir den Mann haben, wegen dem wir hier sind. Bleibt wachsam. Wahrscheinlich lenkt General Rakton seine Truppen von der Kommandozentrale aus. Sie befindet sich bei diesen Koordinaten. Wir können fortfahren, wenn ihr soweit seid, Major. Mein einziger würdiger Gegner in der gesamten Republik. Es ist wohl Ironie, dass gerade ihr all meine Pläne ausmanövriert, um das Volk der Republik zu retten. Merkt ihr denn gar nicht, dass eure korrupten, willensschwachen Anführer euch in den Abgrund stürzen? Eure Republik wird fallen. Entweder durch die Hand des Imperiums oder durch die Schwere ihrer eigenen Dekadenz. Das Ende ist unausweichlich. Warum zögert ihr das Leiden hinaus? Begrüßt ihr so alle, die ihr trefft? Haltet ihr das etwa für einen Scherz? Das Volk der Republik lebt unter dem Stiefel der Bürokratie. Es wird weder ermutigt, noch wird ihm erlaubt, sein Potenzial zu entfalten. Unter imperialer Herrschaft wird euer Volk frei sein, sich selbst zu übertreffen und sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Ich werde eurem Volk die Zukunft schenken, die es verdient. Ich bin nicht hier, um euch beim Schwafeln zuzuhören, Rakton. Nein. Es war wohl zu viel zu erwarten, dass ihr die Gehirnwäsche durchschaut, der man euch unterzogen hat, und ein besseres Leben wählt. Mit den Informationen, die ich zusammengetragen habe, kann ich einen so zerstörerischen Krieg führen, dass eure Republik in wenigen Monaten fallen wird. Das ist mein Angebot. Kehrt zu euren Auftraggebern zurück, überredet sie bedingungslos zu kapitulieren und vermeidet dadurch Millionen von Opfern, die einen Sieg verhindern wollen, der eurem Volk die Freiheit bringen würde. Hier habt ihr mein Gegenangebot, Rakton. Sei es. So endet es also. Ein Leben, das ich der größten Aufgabe der galaktischen Geschichte gewidmet habe. Was nun? Werdet ihr mich einfach töten? Oder werdet ihr den letzten zivilisierten Mann als Trophäe für die ignorante Meute auf den Straßen von Coruscant zur Schau stellen? Jetzt sterbt ihr. General Rakton ist endlich besiegt. Das wird das ganze Imperium in Aufruhr versetzen. Major, wir bekommen Ärger. Die Scanner sind völlig... Wow! Ist er... War er das? General Rakton wurde neutralisiert. Wow. Er ist tot. Das ändert alles. Irgendwie haben die Imperialen bemerkt, dass Rakton nicht mehr kommuniziert. Sie schicken uns alles, was sie haben. Damit werden wir nicht fertig. Bei allem Respekt denke ich, dass wir lieber verschwinden sollten. Die Evakuierungspunkte stehen fest. Wir warten nur auf euren Befehl, Major. Evakuieren, Lieutenant. Sorgt dafür, dass jeder den Befehl hört. Verstanden. Ich sage sofort allen Bescheid. Es war mir eine Ehre, Major. Bis zum nächsten Mal.
Willkommen zurück, Major. General, der Major ist hier. Keine Minute zu früh. Kommt mit, Major. Wir hätten schon vor 10 Minuten im Büro der obersten Kanzlerin sein sollen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass wir hier bestellt wurden. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Kommt einfach. General Garza, hallo. Bitte kommt doch herein und macht es euch bequem. Major, es freut mich, euch wiederzusehen. Offenbar kann ich nicht einmal blinzeln, ohne dass ihr schon wieder einen unglaublichen Sieg für uns erringt. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Euer Exzellenz. Die Errungenschaften des Chaos-Trupps wurden mir erst bekannt, als ich dieses Amt übernahm. Ihr habt der Republik wirklich bemerkenswerte Dienste geleistet. Für eure vorbildlichen Taten zur Verteidigung der Republik verleihe ich euch hiermit die Dienstmedaille des Kanzlers. Ich gratuliere, Major. Ich fühle mich geehrt, Euer Exzellenz. Ich wünschte, ich könnte viel mehr tun, um eure Leistungen zu würdigen. Nun, da Rakdon beseitigt wurde, ist das imperiale Militär schwächer als jemals zuvor. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind wir im Vorteil. Wir haben einen langen, schweren Kampf hinter uns. Aber wir haben gewonnen. Vorerst ja. Aber wir müssen den Vorteil auch halten, den wir uns erkämpft haben. Wir können alle froh sein, dass wir Verteidiger haben, die so talentiert und klug sind wie ihr. Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Ich wünsche euch viel Glück für alle eure weiteren Missionen. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass die Republik stolz auf euch ist. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Euer Exzellenz. General, Major, willkommen zurück. Wie war das Treffen? Sehr gut. Die oberste Kanzlerin war sehr von den Taten des Majors beeindruckt. Eure Leistungen gehen wirklich weit über das hinaus, was die Pflicht verlangt, Major. Ich bin stolz darauf, meinen Teil getan zu haben, General. Ihr tut weit mehr als nur euren Teil. Egal, was euch abverlangt wird, ihr tut es immer. Wie gesagt, unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende. Die imperialen Streitkräfte sammeln sich auf Ilum und anderswo. Und obwohl man euch heute geehrt hat, ist der Mord an Senator Sion nicht vergessen. Es ist besser, wenn ihr euch vorerst ruhig verhaltet. Was habt ihr für Pläne, Major? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir haben uns alle ein bisschen Freizeit verdient. Meint ihr nicht auch? Entfernt euch aber nicht zu weit von eurem Holokommunikator, Major. Wenn die nächste Krise ausbricht, wird der Chaos-Trupp es zuerst erfahren.
Ja.